Hallo, hier bin ich mal wieder nach einer ganzen Weile ohne Videos, obwohl ich mir vorgenommen hatte, mehr Videos zu machen. Ich habe auch in der Zwischenzeit ein paar Videos gemacht, aber ich hatte immer noch von ganz alten Ali-Hauls, wo immer was gefehlt hat oder die ich noch nicht zusammengeschnitten hatte, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Deshalb habe ich die nie hochgeladen. Und ich werde jetzt die Videos hochladen, die ich jetzt mache, und dann kommt im Anschluss kommen noch die alten Ali-Hauls. Also wundert euch nicht, dass jetzt ein paar Ali-Hauls kommen, weil ihr habt zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen, dass ich jetzt OV-Hauls mache. Da habe ich mir ganz viel bestellt, habe ich aber noch nicht hochgeladen. Da habe ich auch schon eine Menge gemacht und ja. Und das ist jetzt mittlerweile auch, ich meine, da lag auch eine ganze Zeit dazwischen, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich jetzt angefangen habe zu stempeln und zu stanzen. Und deshalb kommen da auch ein paar Sachen drin vor, also nicht wundern. Und zwar habe ich jetzt für dieses Video, wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, einen Haul, einen großen Haul. Ich habe ein bisschen was geshoppt so in der letzten Zeit. Ich war mal wieder beim Action und halt so Kick, Teddy, 1-Euro-Laden. Ja, ich mache aber Action zum Schluss, weil ich nicht weiß, wie lange der Rest sonst so braucht. Ich glaube, ich fange mal an mit einem 1-Euro-Laden, weil es gerade hier so steht. Da habe ich einmal hier als Grundausstattung wieder diese Becherchen gekauft, weil ich davon einfach nichts mehr hatte. Entschuldigung. Dann habe ich hier, der ist so cool, einen Squishy gekauft. Ich meine, ihr habt bestimmt alle mitbekommen, dass es Squishies gab. Ich hatte mir auch noch mehr bestellt. Die hängen hier oben an meiner Lampe. Ich kann euch ja mal. Wieso fokussiert der eigentlich nicht? Vorsichtig. Nach oben nehmen, und zwar hier hängen die 4 Stück. Den habe ich schon ein bisschen länger. Die 3 hatte ich gekauft. Und jetzt der, den habe ich gesehen. Das sind die gleichen, die es beim Teddy gibt. Und beim Teddy kosten die, glaube ich, 4 € oder noch mehr. Und hier hat er einfach 1 € gekostet. Und der ist so schön weich und so toll. Ja, richtig cool fand ich den. So. Dann gab es da Washi-Tape und da habe ich ein bisschen zugeschlagen. So, ganz kurz. So. Das sind ja wie die diesmal beim Action gab. Ich rede Stuss, ihr merkt. Und die muss ich mitnehmen. Hier habe ich schon eine Dose kaputt gemacht. Ich glaube, das waren die 4, die es gab. Ich nehme mal raus. Ich weiß nicht, ob ihr die so gut sehen könnt. So, einmal das hier, die sind auch also die hier sind mit Metallic. Die fand ich richtig schön. Ich weiß nicht, das Licht ist kacke. Es ist zwar noch gar nicht so spät, das glaube ich erst kurz nach 5. Aber es ist schon dunkel, weil es ja auf Weihnachten zugeht. Es ist Winter. Ja, so, wo fliegst du rum? Lass aber jetzt, glaube ich, die anderen drin, sonst brauche ich hier ja Stunden. Will nicht so ganz. Naja, stell es mal so nach da hinten. Dann hier, richtig cool, gab es hier mit so Eis und Donuts und Süßigkeiten. Hier unten sind einfach so Streifen, dann gepunktet, gestreift. Einfach rot. Und da oben ist noch eins mit Lamas, Alpakas, wie auch immer. Fand ich ganz cool. So. Dann das hier. So ein bisschen Vintage mehr. Mit Rosen, Blümchen und auch Rosen. Und dann nochmal das hier. Das ist auch hier oben noch Metallic. Die auch Rosen. Alles so rot. Ja, so, wie gesagt, alle 1 €. Und dann gab es hier noch so einen Block, der sieht ja aus wie der von Action. Ich blätter den mal ganz kurz durch. Ich nehme an, dass ihr den kennt. Weil ich glaube, das ist relativ genau der gleiche wie vom Action. Ich frage mich gerade, warum da nur 2 Blätter von drin sind. Naja, egal. Genau. Ich werde jetzt nicht lange reinhalten. So, das war's von meinem Euroladen. Da mache ich weiter mit Teddy.
Da habe ich einmal das hier aus der Wühlkiste gegraben für 10 Cent. Habe ich gedacht, 10 Cent ist okay. Habe ich die hier mitgenommen. Nichts Spektakuläres. Dann habe ich zwei Borte mitgenommen. Einmal die hier. So beige. 2 Meter für 1 Euro. Und einmal in rosa. Bisschen zerbeult. Ich glaube, es sind auch 2 Meter für 1 Euro. Dann habe ich ein Washi-Tape mitgenommen, und zwar das hier. Das fand ich so süß. Das musste mit. Kennt ihr bestimmt auch schon. Wie gesagt, es liegt auch teilweise schon ein bisschen länger hier rum. Dann habe ich ein paar Sticker gekauft. Ich muss gerade mal ein bisschen sortieren, dass ich an die anderen Sachen drankomme. Genau, und zwar einmal habe ich diese Pfoten mitgenommen. Die fand ich total süß. Die haben 1,25 € gekostet. Ja, bisschen teuer finde ich, aber habe ich halt mitgenommen. Dann habe ich einmal diese Vögel mitgenommen. Fand ich auch ganz putzig. 1 Euro. Dann habe ich die hier mitgenommen. Das sind diese Weihnachtssticker, diese holographischen. Da sind ja 8 Bögen drin. Ich glaube, also ich hatte die letztes Jahr auch schon, die für 1 Euro. Also 1 Euro kosten die. Ich glaube aber, dass da jetzt andere drin sind. Auf jeden Fall hab ich wieder einen Adventskalender mit meiner besten Freundin ausgemacht und habe halt die gekauft zum Dekorieren und so weiter. So. Dann habe ich als letztes noch den hier, den fand ich so cool. Hat auch nur 1 € gekostet, obwohl das so ein riesen Bogen ist. Der ist halt auch so holographisch. War das so? Ist auch egal. Mit Süßigkeiten. Spiegelt da total. Licht ist halt blöd. Also mit dem Licht das blöd. Aber es ist stockdunkel ohne das Licht. Ich weiß gerade mal. Egal. Stell das gerade mal da so zur Seite, sonst spiegelt es die ganze Zeit. Dann habe ich einfach noch Heißklebesticks, ganz uninteressant, 1 Euro. Und dann noch diese Schaumstoff-Klebepads, diese dicken, auch für 1 Euro. Wollte ich mal ausprobieren. So. Und als letztes habe ich noch diese Tütchen, und zwar hat erst vor, Boxen zu basteln, dann wieder doch nicht. Und dann habe ich gedacht, ich nehme diese Tütchen, weil ich die süß fand. Und jetzt habe ich mich doch wieder für Boxen entschieden. 1,25, aber man kann ja da trotzdem noch Sachen reinmachen. Die sind total putzig. Dieses Motiv ist einfach so süß. Ja. Und dann habe ich jetzt nur noch Papier. Da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Jetzt so mit dem Stanzen und mit dem Papier basteln. Was ich jetzt machen will, braucht man halt Papier. Und so habe ich dann einmal den genommen. Den gab es letztes Jahr schon, aber das ist ja das Black. Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall hat der nur 30 Cent gekostet. Da habe ich mir gedacht, den muss ich mitnehmen. Ich kenne den bestimmt auch schon alle. Voll süß. Ja, uninteressant. Und dann habe ich noch den hier mitgenommen, den fand ich schön. Der hat 1 Euro gekostet. Ich fand einfach die Motive so schön. Genau. Das ist halt Teddy. Mir ist vorhin, nicht vorhin, mir ist, habe gestern auch noch einen Block gekauft, der ist mir auch schon auseinandergefallen. Jo, hat halt kein Deckblatt mehr. Ich fand das Motiv einfach so schön. Das sind alles voll einfach Schneeflocken. Die hier, sieht es gar nicht richtig. Den fand ich einfach schön. Für die Für den Adventskalender. Für die Boxen auch. Und dann habe ich noch außerhalb, die zeige ich jetzt zuerst, außerhalb von Weihnachtsblöcken noch diese so zwei, diese mega dicken. Die haben, glaube ich, ja 2 € gekostet. Und es ist ja so ein bisschen, ja, das ist so beschichtet und halt auch relativ dick. Und die fand ich ganz cool. Ich gehe jetzt auch mal ganz schnell mit euch durch. Ihr seht die Farben gar nicht richtig. Das gefällt
gefällt mir überhaupt nicht, aber egal. Geht nicht anders. Also es ist nicht so blass, wie es hier rüberkommt. Das hier war auch mal im Action-Vlog. Den habe ich auch, wo das drin ist. Genau 2 Euro und dann noch den hier mit den Federn. Genau, und hier ist irgendwie lustigerweise noch ein Blatt hinten dran, obwohl hier schon die Pappe ist, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich noch Weihnachtsblöcke mitgenommen. Die hier, also ihr seht, die sind um einiges dünner. Und die kosten auch 2 Euro und deshalb wollte ich die unbedingt mitnehmen. Einmal den hier. Also es ist viel, viel rosaner. Ich weiß nicht, irgendwie ist das blöd mit dem Licht. Das ist auch richtig rosa, schon ein bisschen pink. Und hier sieht es total orange aus, irgendwie. Blöd mit dem Licht. Den einmal. Dann den hier. Das fand ich irgendwie so cool mit den Tannenzweigen. Der ist halt ein bisschen schlichter, einfach über mit Tannen. Der knackst hier auch schon rum. Die sind halt irgendwie vom Teddy nicht so toll, obwohl die teurer sind als vom Action. Aber ich finde, die vom Action sind irgendwie besser. Naja. Leider ist der Action aber zu weit weg, um da dauernd hinzufahren. So, und dann den hier, den habe ich gestern gekauft. Also der ist hier einfach aus der Hülle geflogen. Ja, genau. So, das war das vom Teddy. Dann war ich noch beim Tiger, wie auch immer. Weiß auch nicht, fand ich am Anfang ganz cool, dass wir den hatten. Und dann war der mir aber teilweise echt so teuer und die hatten nicht so tolle Sachen. Und jetzt zu Weihnachten haben die so coole Sticker auch für 1 Euro. Ich habe jetzt aber erstmal einen, der nicht zu Weihnachten gehört, und zwar der hier. Und ich fand den so, so cool. Ich meine, guckt euch diese Kakteen an. Die sind so, so cool. Und das sind Foliensticker, das heißt, ich kann die eingießen. Und das werde ich auch machen. Ich finde die einfach so cool. Guck mal, wie klopp die einfach alle sind. Aber ich finde die so, so witzig. Der guckt total böse. Die freut sich hier. Und der auch. Ach, total schön. Dann glitzern die noch. Wie gesagt, 1 Euro, habe ich mich voll gefreut. Dann hier Weihnachten. Das sind Papiersticker. Das sind so schöne Schneekugeln. Ach, das Licht ist doch echt doof. Naja. Total süß. Dann, huch, das sind auch nochmal Foliensticker. Diese süßen Waldtiere im Weihnachtslook. Ich meine, guckt euch mal den Igel da an. Den Fuchs. Oder die Häschen, die sind auch so süß. Also sie sind echt total putzig, habe ich mich so gefreut. Und gestern habe ich jetzt noch diese hier mitgenommen. Das sind auch wieder Papiersticker, so mit Pinguin. Ja, die sind teilweise ein bisschen groß. Aber wie gesagt, sind ja eh Papiersticker, das heißt fürs Papierbasteln. Mal gucken, was ich noch so mache zu Weihnachten. Ja, und dann war ich bei Kick auch gestern und halt davor noch. Gestern, das war so toll, da gab es tatsächlich mal was in den Wühlkisten. Ich musste den ganze Zeit drücken, der ist so cool. Da habe ich ja bisher noch nie so Glück gehabt. Aber diesmal war echt ein bisschen was drin. Ich zeige euch jetzt aber erst die anderen Sachen. Und zwar einmal Weihnachtssticker. Das ist so ein Set, das hat 1,59 Euro gekostet. Einmal die hier, dann die hier. So mit süßen Schneemännern und dann der große hier. Das blendet jetzt alles ein bisschen. Ist aber auch nicht so interessant, finde ich. Dann einmal Strasssteinchen für 1,29.
Ich fand die Farben einfach total toll. Müssen auch mit. Dafür habe ich auch noch andere. Dann habe ich den hier mitgenommen. Den gab es gestern. Die finde ich so hübsch. Diese Schmetterlinge. Ja, auch 1,29. Und dann noch diese Weihnachtssticker. Diese, ich weiß gar nicht genau, wie man ihn nennt. Da steht auch nur Sticker-Set. Das sind so in Silber mit so Rentieren, Glocken und Schneeflocken. Und hinten habe ich die falsch zusammengepackt irgendwie. Ah ne, ja genau, einmal Gold, einmal Silber und dann genau das gleiche nochmal in Silber, in Gold. bin ein bisschen verwirrt. Auch 1,29 und zwar sind das halt, hat man da nur diese Außenlinie. Ja, keine Ahnung. Und dann halt noch die mit den Schneeflocken hier. Genau. Mal ganz kurz gucken. Und zwar, ich glaube, dass die so, dass man dann halt so diese Kontur hat. Okay, nee, die sind so ganz, also dann hat man halt diesen silbernen, diese Schneeflocke da so. Okay. Und dann bin ich fast ausgeflippt. Und zwar gab es die gestern. Und zwar gab es da halt nochmal Weihnachtssticker. Also gibt es Weihnachtssticker ohne Ende und alle total süß. Aber das kann man ja nicht alles mitnehmen. Aber ich bin echt ausgeflippt, als ich die gesehen habe. Und die mussten mit. Und zwar Weihnachtssticker. Und zwar einmal mit diesen Alpakas, Lamas, was auch immer. Ich glaube, das sind Alpakas. Und also in Weihnachtsmotiven. Und dann gab es sie nochmal mit Faultieren. Die kommen gleich. Aber ich habe mich so gefreut. Die sind so cool. Und die sind teilweise sind die hier so Foliensticker. Und hier, das ist so mit Harz drüber. Diese, nennt man die denn nochmal? Ist auch egal. Auf jeden Fall, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und die haben Euro gekostet. Und die sind ja mal so was von süß, oder nicht? Hier aus dem Geschenk raus. Und oh, die sind einfach so goldig. Ja. Und dann nochmal hier mit den Faultieren. Ja, das ist einfach so süß mit diesen süßen Schneemännern. Das ist einfach so, so goldig. Ja, habe ich mich so gefreut. Und dann für einen Euro, die mussten einfach mit. Und dann, wie gesagt, war ich noch an der Wühlkiste. Und zwar habe ich da diese Strasssteinchen gefunden, diese Bordüren, die dies bei Dorian Beats gibt. Und die lagen in der Wühlkiste für 50 Cent und die mussten dann einfach mit. Ich habe alle rausgesucht, also von den Farben her, die es gab. Einmal in Pink, dann in Rot, alles 50 Cent, dann in Rosa, sieht man gar nicht richtig, also die sind richtig rosa, und dann einmal in Grün. Oh, wie sieht denn das in der Kamera aus? Die sieht ja fast silber aus. Also die sind richtig, richtig grün. Ich weiß jetzt nicht, was der macht. Das ist echt komisch, auf jeden Fall sind die grün. So, und dann war ich noch beim Rossmann und habe diese Flasche hier gefunden, endlich. Ich habe so ewig nach so einer gesucht. So eine Sprühflasche für meine Stifte. Damit kann man ja auch so toll Hintergründe machen, wenn man die mit Wasser besprüht auf einer Folie und dann ein Papier drauf. Ist auch egal, auf jeden Fall habe ich die jetzt endlich gefunden. Ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hat, um ehrlich zu sein. So, jetzt wurden wir leider unterbrochen. Das wird jetzt leider auch noch öfter passieren. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch mal im Action Hall. Ich habe jetzt aber das Problem, dass mein Speicherplatz kaum noch vorhanden ist. Also werde ich jetzt noch mal kurz einen Cut machen und gucken, was ich von meiner Speicherkarte runterschmeißen kann, damit ich. So, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Speicherplatz und habe schon mal wieder Ordnung gemacht. Und jetzt geht es weiter mit dem Teil vom Action. Hier das erste ist diese Schneidematte. Ich habe meine andere leider mit Harz versaut und da kann man nicht mehr drauf schneiden. Und die ist jetzt wieder schön neu und die hat auch nur, Moment, ich habe den
Kassenzettel neben mir liegen. Ich guck schnell da. Nee, doch nicht. Ich habe eigentlich auch auf die andere Sache einen Drauf geschrieben, damit ich nicht jedes Mal gucken muss. Aber das finde ich gerade nicht. Och Mann, da 1,79 € und für den Preis habe ich gedacht, muss halt mal eine neue her. So, ich ziehe jetzt einfach mal wild die Sachen aus der Tüte. Dann habe ich hier noch was Großes. Entschuldigung, dieses Entschuldigung, halt einfach farbiges Papier. Das ist leider ziemlich dünn, aber ich habe mir gedacht, wenn man mal was ausstanzen muss, was nicht ganz so dick sein muss oder als Unterlage auf einer Karte, finde ich es ganz okay. Glaube, das sind 250 Blätter und hat 2,99 € gekostet. Wie ist das Licht gerade doof? So. Genau. Stopp. Dann habe ich diesen Stanzblock gekauft. Hoch. Bisschen durcheinander hier. Könnt ihr bestimmt auch schon halt mit Weihnachtsmotiven. Hier hinten sieht man die. Ich blätter mal ganz kurz durch. Und zwar fand ich die einfach so, so hübsch. So süß. Ich meine, guckt euch diesen Schneemann an. Einfach total putzig fand ich die Motive. Ja, genau. Fällt schon fast auseinander. Boah, der ist einfach so süß. Oder der Pinguin, den finde ich ganz toll. Und das Schwein und da oben den Pinguin und ja. Genau. So, der hat 1,99 € gekostet, habe ich ja schon gesagt. Glaube ich zumindest. Oder ich glaube, da habe ich das auch irgendwo drauf geschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo. Doch da 1,79 €. Dann habe ich diese Glitzersticker mitgenommen. Das ist so Schaumstoff oder wie auch immer. Fand ich ganz cool in Schwarz und einmal in Silber. Ja, genau, die haben gekostet 79 Cent. Dann habe ich einmal so diese Schablonen mitgenommen. Da unten seht ihr, welche drin sind. Ja, einfach mal zum Ausprobieren. Hat gekostet 72 Cent. Ich mal die Tüte hochholen. So. Dann habe ich zweimal Umschläge mitgenommen für 56 Cent. Einmal blau, einmal rosa. Eigentlich wollte ich halt unbedingt Papier kaufen, aber es gab so gut wie gar kein Papier. Das einzige Papier außer halt den dann. Dann habe ich halt noch ein paar andere so. Seht ihr ja gleich, gab es nur diesen Block. Es gab sonst keinen einzigen Block. Und es hat mich so enttäuscht, weil ich eigentlich genau wegen den Blöcken hin wollte. Ja, und dann gab es keine. Richtig blöd. Aber den hier gab es für 87 Cent. Oder? Ja, gut. Den blätter ich einmal schnell durch mit euch. War ein bisschen schnell. Die Farben kommen jetzt auch wieder gar nicht ganz anders rüber, leider. Aber ja, geht leider gerade nicht anders. Die Motive sind leider echt immer ziemlich ähnlich, finde ich. Also es ist irgendwie immer, die Blumen sind immer das Gleiche. Immer ein bisschen anders und ein bisschen andere Ausschnitte irgendwie, aber ja, wie gesagt. Und dann habe ich noch diesen Metallic Cardstock mitgenommen. Gott, die Farbe sieht ja ganz schrecklich. Also das ist eher so rosa, orange und nicht so, wie es hier drin aussieht. Ist richtig schön. Hier seht ihr die Farben. Das habe ich auch noch mal in dem hier mitgenommen. Da seht ihr auch die Farben. Also es ist so ein dunkles Braun. Also das ist ja so dunkelbraun und es ist schwarz.
ja hier hinten, das ist das Braun. Genau. Die haben gekostet 85 Cent. Dann habe ich mir Schüttelsticker mitgenommen. Einmal die hier. Kennt ihr bestimmt auch alle schon. Und einmal die hier. Ich finde die teilweise, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier zum Beispiel, die sind wie verkratzt. Man kann da gar nicht richtig durchgucken, weil die so verkratzt sind, so beschlagen und ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es nicht ganz so schön. Aber ich meine, die haben auch nur 79 Cent gekostet. Ja. Dann habe ich ein paar Stempel mitgenommen. Einmal den hier. Der finde ich so, so schön. Das ist noch irgendeine ganz alte Serie. Entschuldigung. Aber fand ich schön. Blümchen. 72 Cent. Dann einmal das hier mit einer Stanze. Ist dann immer ein bisschen teurer. Hat, glaube ich, 1,95 gekostet. Auch hier Blümchen und so. Fand ich ganz schön. Und dann nochmal zweimal als Weihnachten. Einmal den hier. Auch hier mit Schnanze. Die für den Schneemann. Hat auch... wo habe ich denn drauf geschrieben, was die gekostet haben? Ich glaube, die haben das gleiche gekostet. Ich gucke mal schnell. 1,95 auch, genau. Einmal den und einmal den hier. Für den Spruch hier wieder die Stanze. Hab halt hier, ist ein bisschen blöd, weil ich habe ja nur schwarze, ein schwarzes Stempelkissen und hier kann man ja kaum was ausmalen. Das heißt, meine Stanze ist halt genauso wie es ist, einfach schwarz. Weil, wie gesagt, da ist, ihr seht ja, es ist kaum was Fläche zum Ausmalen, sondern es ist alles irgendwie vom hier hat man ja komplett. Nur den Stempel. Da ist schwarz. Aber egal. Dann habe ich noch zwei diese. Da fällt was raus. So diese Blöcke für die Boxen. Einmal hier für diese Kissenschachtel. Fand ich von den Motiven her ganz schön. Hat ja immer nur die vier Motive. Das hier finde ich so schön. Ja, 20 Blätter und, ach stimmt, da hinten ist noch zwei Blätter mit diesen Stanzteilen. Huch. Ja, und dann nochmal hier für diese Box hier. Das sind so, so Henkelboxen ist drin. Huch. Fällt raus. Das Motiv finde ich auch mehr. Also ich finde das Motiv und das Motiv schön. Die anderen beiden finde ich jetzt nicht so toll, aber ja. Wollte das einfach mitnehmen. Ja. So. Dann hier die Stanze, die rausgefallen ist. Achso, wie viel kosten die eigentlich? 99 Cent, genau. Diese Stanze einmal. Mir haben noch andere gefallen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für 1,49 Euro finde ich die jetzt echt gar nicht so billig. Also bei Ali gibt es die halt viel, viel billiger. Ja, deshalb nur die hier für so einen Zweig. Ja, genau. So, dann habe ich noch einmal Kartenrohlinge. Das sind so, weiß nicht, gut ihr das sehen könnt. Ich fand die Farben ganz schön. Nur mal kurz raus. Die kommt jetzt ganz, kommen jetzt schon wieder ganz anders rüber. Einmal das hier. Dann dieses Dunkle. Das ist eigentlich mehr so, ja, es ist brauner. Dunkler einfach. Dann das hier, das sieht ja total weiß aus. Das ist so Champagnerfarben. Kann man echt gar nicht erkennen. Und als letztes, einfach weiß. Ja. Die waren leider schon ein bisschen demoliert. Die sind total blöd geknickt, zum Beispiel die weißen. Aber es waren die letzten, die noch da waren. Und ich wollte die von den Farben her haben. Ja. 69 Cent, glaube ich, oder 65.
Ja, 65. So, dann habe ich noch einmal diese Stäbchen hier gekauft für 84 Cent. Die habe ich schon aufgemacht. Zum Umrühren, fürs Harz brauche ich die immer. So, jetzt ist es auch gar nicht mehr so viel. Ups. Ich hole mal die letzten Sachen schnell raus. Ich glaube, das war es jetzt auch schon. Ja. So. Und zwar einmal hier diese Borte. Wieder einfach weiß und beige für 79 Cent. Dann Washi-Tape. Einmal das hier, das fand ich so schön. Meine Stimme ist gerade ein bisschen blöd. Kratzt. Weiß auch nicht was. Wölkchen, Sternchen. Total hübsch. Und dann steht hier noch Every Moment Matters. Also jeder Moment zählt. Fand ich ganz schön. Vor allem der Farbverlauf von den Wolken und von den Sternchen da unten. Von den Wolken sieht man das gar nicht so richtig. Ja. Und dann nochmal Weihnachtswaschi. Habe ich jetzt gesagt, wie viel das kostet? 97 Cent. Das kostet 89 mit den vier Stück. Einmal weiß in Glitzer. Dann hier steht Best Wishes. Ich habe auch nur das, ja. Und dann einmal hier so Tannenbäumchen, Sternchen, Kugel, ein Rentier, Mistelzweig und so. Und dann hier mit den Schneeflocken. Mann, weiß auch nicht, warum ich da jetzt Sternflocken sagen wollte, aber egal. So, und dann als letztes habe ich noch einmal den Lack hier wieder. Der war leer. Der kostet 1,52 Euro. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen teuer. Ich dachte, der wäre mal billiger gewesen. Brauche ich aber für meine Harzteilchen. Immer. Genau. Und dann nochmal den hier. Das ist einfach ein Alleskleber. Und zwar habe ich ja, ich hatte die ganze Zeit den hier. Den Kids Clue. Und wenn man den benutzt hat auf Papier, hat sich das Papier mal so schlimm gewölbt. Und der ist wohl ziemlich wie der halt der Bastelkleber von dem. Und habe in irgendeinem Video ge hat mal hat Gott, kann heute nicht reden, Entschuldigung. In irgendeinem Video hat die YouTuberin gesagt, dass der hier, der Alleskleber, nicht, also das Papier nicht wellt. Und das habe ich dann auch gleich ausprobiert und das ist tatsächlich so. Und den finde ich echt ganz toll. Und für 79 Cent, das kann man da echt nicht falsch machen. Falsch machen. Oh Mann, ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Entschuldigung. Schreckliches Video. Aber egal, auf jeden Fall finde ich den top. Vielleicht auch für euch als Empfehlung. Der wählt das Papier nicht. So, das war es jetzt auch schon. Ist jetzt eine Menge gewesen, so vom mit allem. Aber das bleibt jetzt so von Holz. Habe halt, wie gesagt, die ganzen Ali-Holz noch. Aber auch jetzt zu Weihnachten wieder bestellt für Ali. Und halt als nächstes kommt erstmal der Ali-Hall mit meinen ganzen Stempeln und Stanzen. Habe ich auch noch einiges bestellt. Und halt die alten, muss ich mal schauen, wo ich die noch überall auf meinen Festplatten, auf dem PC und hier auf dem Handy finde. Mal schauen. Kommt jetzt hoffentlich alles nach und nach. Und dann kommt jetzt auch hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Weil eigentlich macht mir das ja schon Spaß hier. Aber ich bin immer so unmotiviert, wenn ich ein Video habe, das keine Ahnung, kurz ist, aber ich 50 Teile habe, weil dauernd mein Speicher voll ist oder irgendwas sonst was. Wenn eine WhatsApp-Nachricht aufploppt, dann macht er auch immer sofort aus. Und ist immer ein bisschen nervig, wenn man dann immer die ganzen Teile wieder zusammenschneiden muss. Naja, gut, das Video ist ja schon lang genug. Also, tschüss, noch einen schönen Tag für euch und bis zum nächsten Video.